Ja, dann legen wir los, Chefchen. Ein Wetterchen, ja, kannst du zwei draus machen. Ja, genau, nee. Boah, ey, das wird die ganze Zeit nur so gehen, glaube ich. Und damit herzlich willkommen zu Filmfressen, eurem Lieblingsfilmkanal auf YouTube. Und zwar haben wir heute das lange erwartete Bud Spencer und Terence Hill Special. Und neben dem Peter, der immer da ist, haben wir auch zwei hervorragende, herausragende, oft kopierte, immer wieder erreichte und übertroffene Gäste. Und zwar zu meiner Rechten, der Kai Pino von Kai Kino. Ihr kennt ihn, bitte alle abonnieren. Und zu meiner Linken, ein bisschen weiter weg, Daniel Gores, a.k.a. Gores, vom Podcast Bullets and Fists. Sozusagen. Ja, sozusagen. Sozusagen. Ja. Aber was ist denn mit den Kohlen? Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid hier auf jeden Fall, das ist sehr cool. Was ist mit den Kohlen? Abwarten. Chefchen, was ist hier los? Also eure Schirmständer da draußen haben uns eine Million Kohle versprochen. Eine Million? Eine Million Kohle. Haben wir nicht mal eine Million Abonnenten? Dann wird sich das ab jetzt ändern. Ja, hoffentlich. Aber wir haben ein wunderbares neues Set. Vielen Dank an Peter, dass er das hier mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Das ist in der Tat so. Und wir haben gedacht, okay, irgendwann ist ja auch mal Zeit, nicht nur über irgendwelche Trashfilme zu sprechen oder B-Movies und Genre im Kino und sonstige Blockbuster aus unserer Genresicht, sondern vielleicht auch mal so Sachen, die uns unser Leben lang begleiten. Und da wären natürlich der Carlo und der Mario natürlich eine gute Gelegenheit, mal über Bud Spencer und Terence Hill zu sprechen. Und da haben wir uns gedacht, na gut, Peter und ich kennen natürlich die Filme, sind auch damit aufgewachsen und so. Sind auch in gewisser Weise so ein bisschen Bud Spencer und Terence Hill. Auf jeden Fall. Peter, der große, blonde, sportliche, schlanke Typ. Ich war es mal. Ich so der ehemalige Schwimmer, so ein bisschen aufgegangen. Halt der Bulldozer. Dick, bärtig, oft genervt. Also passt schon eigentlich. Ja, aber ich muss auch mal sagen, also ihr habt das Studio für das Thema echt gut vorbereitet. Ne? Rot, Blau, Schleiflack. Ne? Also, ja. Wir haben auch ein bisschen Puffin-Marmelade haben wir auch noch da, falls jemand was essen möchte. Wir haben gedacht, okay, gut, mit wem können wir denn am besten darüber sprechen? Und dann waren sofort Bud Spencer und Terence Hill oder umgekehrt in unseren Köpfen, denn ihr kennt die Filme wirklich in- und auswendig. Ich glaube, ich habe im Freundes- und Bekanntenkreis niemanden, der die Filme so gut kennt und die wirklich abrufen kann und zitieren kann, wie euch beide. Und deswegen sprechen wir mal ein bisschen, wie sind wir denn überhaupt mit Bud Spencer und Terence Hill in Berührung gekommen. Denn es ist ja so, das ist ja generationsübergreifend. Also meine Eltern kennen die, mein Onkel kennt die, ich kenne die, du kennst die und auch die jüngere Generation. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die jünger sind als wir. Das Schöne ist, hier ist das auch mal visuell dargestellt. Generation, hier sitzen ja quasi drei Generationen, also hier zwei, da eine. So ungefähr. Nee, wie waren denn so deine ersten Berührungspunkte? Bist du ins Kino gegangen damals oder war schon Fernsehzeit? Gab's da schon Fernsehen? Nee, gab's da schon Fernsehen, ja. Nee, das ist wirklich ganz spannend. Also Spencer Hill ist einer meiner frühesten Kino-Kindheitserlebnisse. Das sind so, also das allerfrüheste, woran ich mich zurückerinnern kann, ist natürlich Disney, ist ja klar, Peter Pan. Ja. Und da kann ich mich noch dran erinnern, wäre heute unmöglich. Das Kino war so rappelvoll. Und es war eine Schambieraufführung. Du musstest dich auf die Treppe setzen. Also die hatten okay. Das Kino überverkauft und die haben da an der Seite Treppe. Heute brandschutztechnisch. Ja, das wäre überhaupt gar nicht mehr machbar. Aber weil die wollten die Leute auch nicht wegschicken, weil sonst hätte es Randale gegeben. Mhm. Naja. Aber auf jeden Fall, meine erste Begegnung mit Bud Spencer und Terence Hill, deswegen auch das Shirt, war auf einer klitzekleinen deutschen Nordseeinsel namens Jüst, wo es ein klitzekleines, winziges Kino gab, wo ich ungefähr, ich muss so 5 oder 6 gewesen sein, maximal. Und da lief tatsächlich das Krokodil und sein Nilpferd. Das ist natürlich auch gerade für kleine Kinder ein Top-Film, mit den beiden einzusteigen, weil es geht eigentlich um einen Schnuller auch. Aber es geht eigentlich um Tiere, um Tierschutz. Tierschutz, Enteignung, Vegetarismus. Ja. Alles wunderbar. Und einfach ein Wahnsinnsfilm, der halt sofort für das Leben bis heute geprägt hat.
an der Stelle, weil der Film halt auch natürlich fantastischer Soundtrack, die beiden in Hochform, die deutsche Synchro, absolut sensationell natürlich. Das war Rainer Brandt natürlich erwähnen, ne? Also Rainer Brandt Studio und er selbst auch natürlich. Ne? Genau, und das war dann natürlich die Zeit und das muss so roundabout 1980 gewesen sein, Pi mal Auge. Und da kamen ja tatsächlich auch noch ein paar Filme neu ins Kino, also nicht nur Wiederaufführungen, es gab ja dann auch Wiederaufführungen von verschiedenen Filmen, da kommen wir mit Sicherheit gleich noch drauf, auch von alten Filmen, weil halt in den 70ern die beiden Jungs so populär geworden sind, dass halt ältere Filme von denen nochmal in gekürzterer Form und mit einer neuen, lustigeren Synchro in die Kinos kamen unter einem anderen Titel, um damit halt nochmal Cash zu machen, was aber auch super funktioniert hat, weil da konnte sich eh keiner mehr dran erinnern, weil es gab ja nichts. So im Fernsehen kamen die auch noch nicht. Das heißt, man konnte die Filme nur im Kino gucken und schon gesagt, das war das Erste, was ich von denen im Kino gesehen habe. Das Letzte war dann natürlich Troublemaker. Troublemaker. Das war auch im Kino? Auch im Kino. Halt. Wie war es bei dir, Daniel? Ja, bei mir war es ein bisschen später. Ich habe tatsächlich leider keinen einzigen Spencer Hale-Film im Kino gesehen. Dafür war ich dann ein bisschen, bin ich dann ein bisschen zu spät auf die Welt gekommen. Aber ich bin dann in der fantastischen VHS-Ära aufgewachsen und da hatte damals der, es war glaube ich der Bekannte oder nee der Partner meiner Oma, mein Opa ist halt sehr früh verstorben. Die haben wir irgendwie kennengelernt. Dementsprechend war das quasi mein ihr Partner damals und der hatte eine riesen VHS-Sammlung. So unter anderem waren da halt Spencer Hill-Filme bei auf VHS. Das ist natürlich stark. Und ich erinnere mich, dass ich da damals einige dann gesehen habe. Und parallel dazu liefen natürlich damals auch schon einige Filme im Fernsehen. Ich weiß, also damals RTL Plus, einer der ersten Privatsender, glaube ich, damals gewesen. Und damals hieß das noch RTL Plus. RTL Plus. Irgendwann war es RTL und jetzt heißt ja der Streaming-Sender von RTL heißt RTL Plus. Genau, ne, deswegen. Also ganz früher gab es nur RTL Plus und da war das auch noch bunt, das Logo. Und da Rot, liefen gelb, die blau. Genau. Und da liefen die tatsächlich also mindestens jeden Sonntag zwei, drei Filme im Nachmittagsprogramm und das war Pflichtprogramm. Also so wie damals Wetten, dass Pflichtprogramm war, wo die ganze Familie da gesessen hat, war es zumindest bei uns damals so, wenn Bud Spencer sonntags lief oder Terence Hill dann im Sonntagsnachmittagsprogramm, da wurde sich schön mal von der Pommesbude geholt und dann hat man sich da schön hingesetzt und dann wurde geschmaust und hat man sich die Filme angeguckt. Und das waren einfach fantastische Filme. Man hat eine tolle Zeit gehabt. Es war einfach ein Stück weit heile Welt, die da präsentiert wurde. Beziehungsweise wurden Probleme gelöst. Schon mit Gewalt, aber eben anderer Gewalt. Und lustiger. Und einer Gewalt, die im Grunde auch nicht wirklich wehtat, auch wenn da teilweise so die Tom und Jerry Gewalt. So ein bisschen, ja, ne, ein bisschen auch, Cartoon, ne, auch wenn da so. Der ein oder andere Gegner da mal Zähne spuckte und so weiter. Aber man wusste, die Gegner haben gelitten, aber ist keiner gestorben oder hat Körperteile verloren. Genau, die wurden alle quasi, die sind doch alle nachher wieder aufgestanden. So, das hat irgendwie, es war so ein schöner, Cartoony halt einfach so ein bisschen. Und die Rainer Brandt-Synchro, die sich natürlich eingefräst hat in den Hirnen von den Leuten, die das damals geguckt haben. Hat das Vokabular auch sehr beeinflusst. Ne? Absolut. Es wurden manche Dinge zu geflügelten Worten damals, die man auch heute noch ständig benutzt. Und das ist, wenn ich jetzt rückblickend an die Zeit mich erinnere, war es einfach ein fantastischer Teil meiner Kindheit, der einfach mit dazu geführt hat, dass ich auch der Filmfan bin, der ich heute bin, denn das war ein Puzzleteil von vielen, was so zusammengeführt hat, dass ich halt von da auf anderes gekommen bin, um halt wirklich so ein ganzes Portfolio an Interesse von Filmen zu haben. Also Bud Spencer, Terence Hill, ganz, ganz große Liebe an der Stelle. Also wirklich ganz, ganz große Liebe. Peter, Schäffchen. wir haben schon über so viele Filme gesprochen und alle möglichen Sachen, aber wir haben nie wirklich über Bud Spencer und Terence Hill. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Liebe so wirklich teilen, wie es bei dir aussieht. Wenn du mich nochmal duzt, ne, gibt es hier eine Delle in die Gewürzgurke, mein Freund. Der Duzer. Ja, da haben wir tatsächlich keine große Überschneidung. Das ist das Krokodil und sein Film. Ja. Genau. Ja. Ist für mich auch tatsächlich der stärkste Titel. Aber ich glaube, da kommen wir dann später. Da kommen wir dann später, über die Favoriten. Meine Berührungspunkte waren tatsächlich auch schon relativ früh damit. Weil du hast auch irgendwann letztes Mal die Frage gestellt, was ich so in meiner Jugend gemacht habe. Viel Bud Spencer und Terence Hill tatsächlich geguckt. Für Bohnen gegessen und von deinen Eltern ordentlich kassiert. Auf jeden Fall.
Nee, aber auch vor allem RTL Plus damals rauf und runter geschaut. Sonntags wurde der Fernseher früh angemacht und dann irgendwann ausgemacht, wenn das Programm durch war. Ja, erstmal Lila Launebär und danach Bud Spencer und Terrence. So, nee, die Gummibärchenbande. Gummi, ist das auf RTL? Das ist ja ganz früh, das noch auf ARD. Ja, gut, dann habe ich vielleicht mal geswitcht, keine Ahnung. Ja, ARD, ernsthaft? Ja, war auf jeden Fall Sonntagsprogramm. Okay. Ne? Ja, und dazu zählt auf jeden Fall auch Bud Spencer und Terrence Hill. Ja. Und ich fand, und das beschreibt dann vielleicht uns auch beide so ganz gut, so, weil die Chemie der beiden, die war halt immer so das, was das so schlecht wie bei uns, oder was? Ja, genau. Okay. Nee, aber es macht halt einfach Spaß, weil die zwei ja eigentlich auch immer relativ ähnliche Figuren spielen. Ne? Also Bud Spencer ist in der Regel ja wirklich immer der fürs Grobe, der immer so ordentlich draufhaut. Wenn es um die Gewalt... Chronisch schlecht gelaunt auch. Ja. Genau. Wenn es um die Gewaltdarstellung geht, dann ist er immer der, der mit roher Gewalt, sag ich mal, zu überzeugen weiß. Ne? Trademark ist ja sein Name. Die Dampfhammer. Genau. Ja. Der Dampfhammer. Ja. Wenn man an Terrence Hill schaut, das ist halt so der Filigrane, das ist so der Clevere, ne? der trickst die Leute so ein bisschen aus. Ja, das macht auf jeden Fall... Lässt die mal ins Leere hauen oder gegen eine Wand und so weiter. Der benutzt alles... Kassiert erstmal so 10 Schläge, lacht sich drüber kaputt und dann bam, schmeißt die durch die Gegend. Genau. Ist auch immer, er ist eigentlich immer genervt. Ja, das so, mit einem Stuhl drüber kritisiert. Ja. Er dreht sich so ganz genervt um, guckt sich den an, Ich liebe, wie Bud Spencer diese Fresse verzieht. Wenn er hat mich da schon wieder jemand im Rücken gekratzt. Ja, kannst du es wagen? Boom. Und dann austeilt das große Ist auch tatsächlich, ne, in dem Zusammenhang, ne, wenn man euch beide sieht, es ist so wirklich diese, das Shirt, was du anhast, Bambino und Trinity, großartig, diese Bruder- Dynamik, ich meine, es ist in vier Fäuste für ein Halleluja. Ja. So, weil man stellt sich vor, also die beiden sind halt Jungs von halt so einem Lumpen-Verbrecher-Pärchen, die halt quasi ein kriminelles Leben haben. Ja. Bud Spencer als Bambino, der Kleine, ist halt von Beruf Pferdedieb, ne? Also schon so. Und naja, Trinity, beziehungsweise in der deutschen Synchro hervorragend eingedeutscht, der müde Joe. Richtig fantastisch. Der ist irgendwie so, ja, wie würde man sagen, eher ein Tagedieb als ein Pferdedieb. Jetzt stehen die auch schon Tage. Es ist genau diese sensationelle Szene mit der Badewanne, wo Bud Spencer in der Badewanne sitzt und er dann halt auch da reinkommt, ne, zu Hause, bei den Eltern zu Hause. Na, und er dann erstmal schon mal reinkommt mit dem Spruch, hallo, du Scheißer. Ja. Er dann so, nein. Ja, genau. Und mein Mutter reinkommt, ey, Bambi, freust du dich nicht, dein Bruder zu sehen? Nein. Ja. Das ist auch eine dieser Szenen, wo ich jedes Mal lachen muss, egal wie oft ich diesen Bambi gesehen habe. Das ist mir doch auch so, von wegen so, Mann, bist du fett geworden. Ja, genau. Da freuen die sich dann auch Dynamik, überhaupt nicht. Weil die sind ja auch dann quasi Brüder von verschiedenen Vätern. Und ja. Wenn er mit der Kohlen, wenn er mit den Kohlen kommt, dann ist er auf einmal in der Familie. Ja. Cool. Im Casino, er hier, mein Bruder. Auch so ein Trademark, ne? Mal abgesehen von diesen ganzen Schlägereien, die natürlich immer dazugehören, und von der Dynamik zwischen den beiden, Terrence Hill Karten mischen. Was er natürlich nicht selbst gemacht hat, ne? Weil immer schön gestellt auf die Hände. Es waren andere Hände natürlich. Aber auch so ein Ding, ne? Mal Karten spielen, Leute abziehen, sowas war der auch Trickster, mal dabei. Und eben diese geilen Kartentricks, und er macht das immer so ganz cool. Und der hat ja auch schon Kinski damit auf die richtig. Die Barrikaden gebracht. Vier Asse. Ist das gut? Genau. Ja. Also, ja, der Humor, der sich speist aus den Kontrasten. Aus den Unterschieden zwischen den beiden, aber eben auch aus der Synchro mit diesen unfassbaren Sprüchen, die einfach Generationen überlebt haben. Ja. Ne? Also das ist unfassbar lustig. Es hat auch so geprägt, also die Genese dieses Ganzen hat ja sogar auch noch ganz andere Füße, beziehungsweise also Rainer Brandt ist damit natürlich auch mit bekannt geworden, aber das hat dann ganz verrückte, wie würde man sagen, Spitzen getragen am Ende. Also nicht nur, dass natürlich dann sowas ins Fernsehen, ins Deutsche kam, dann mit sowas wie Die Zwei, The Persuaders, die Serie, die Rainer Brandt dann komplett in völlig neue Dimensionen hob, weil im Original war das halt eher so durchschnittlich dröges Zeug, gar nicht so lustig, und erst halt durch diese ganzen Sprüche, das waren dann halt wirklich so Sachen, wo die Leute in den 70ern und auch in den 80ern
Das waren so Sachen, die hast du dann dir auf dem Schulhof um die Ohren gehauen. Mhm. Ja. Ne? Und was, ah, hier, geil, ne, der Spruch, und hier hast du das gehört, tralala. Das war bei uns nämlich tatsächlich auch Bud Spencer und Terence Hill. Ne? Denn bei uns war es auch so mit den Eltern geguckt. Ne? Auch teilweise liefen die ja samstags abends. Also hier Vier Fäuste für ein Halleluja und die rechte und die linke Hand des Teufels. Ne? Diese Western, die eigentlich auch so etwas ernster waren, aber dann durch die Synchro so mega witzig. Bevor es dann Sonntagnachmittag so mit den etwas lustigeren, sag ich mal, weiterging. Und am Montag auf dem Schulhof haben wir das nachgespielt. Auch mit den Prügeleien? Ja, ohne, also nicht nur die Sprüche uns gegenseitig ne, um die Ohren gehauen, sondern auch so dieses mit dem, ne, der eine haut und dann, oder hier mit dem Arm drücken hier aus Krokodil und Sanierpferd und sowas, oder halt natürlich den oben drauf und immer so versucht, so Sachen nachzumachen, weil du sagst ja auch schon, Terence Hill ist ja der Agile. Es ist schon immer cool, wie er auch bei Krokodil durchs Fenster hüpft, ne, oder wie er generell dann manchmal auf Pferde aufsteigt, das ist ja so schon ein bisschen Chucky Chan-mäßig auch. Ja, ja, genau, so in den Anfängen. Voll Akrobat gewesen, also, ne, also beide sportlich, immer beide. Oder wie er da hängt an dem Balkon zum Beispiel und so. Ja, das war hier auch, ne? Die beiden kannten sich tatsächlich halt schon sehr viel länger, aber halt tatsächlich sehr entfernt, waren tatsächlich halt im selben Schwimmclub in Rom, ne, und haben sich da schon also visuell bekannt gemacht. In Filmen ist es dann ja erst ein bisschen später dazu gekommen, also sind tatsächlich auch vorher schon in Nicht-Spencer-Hill-Filmen gemeinsam aufgetreten, aber getrennt, völlig unabhängig voneinander. Und dann ist es erst, ich meine, 67 oder 68 halt eben der erste Film von Colizzi, begründende Western-Trilogie von Colizzi mit halt eben Gott vergibt, wir beide nicht. Mhm. Oder auf Deutsch natürlich Django Gott vergibt und Django nicht. Django muss natürlich mit dem Titel sein, genau. Wie viele Django-Titel gibt es eigentlich? Hey, aber da war doch noch zwei vom Affen gebissen. Nee, das ist die spätere Wiederaufführung als Comedy-Fassung. Ja, aber so wurde er genannt. Mhm. Dann. Ja, später. Ja, klar. Ja, ja. Das Ding war ja damals, ne, als die beiden sich noch nicht so Best Buddies waren, nämlich schon dachte es im gleichen Schwimmclub. Das war ja so, dass Terence Hill Bud Spencer immer so ein bisschen natürlich angehimmelt hat, aber eben auch so ein bisschen Unverständnis dafür hatte. So, der Mann ist so unfassbar undiszipliniert. Absolut. Der raucht, der trinkt, der frisst, hat aber trotzdem ein unfassbaren Output von Leistung. Wo holt er das her? Ja, andere müssen unfassbar trainieren dafür. Und der schüttelt das so aus dem Ärmel, ne, macht das so en passant, hat er mal eben die größten Triumphe. So, wie kann das denn sein? Ne? Und da war so ein bisschen. Da war schon so eine Art Hassliebe irgendwie schon so drin, die sie nachher so ein bisschen auf die Filme transportiert hat. Und so ähnlich war es ja dann auch, wenn die vor die Kamera getreten sind, ne? Ja, aber der war immer der unfassbar Disziplinierte. Ja, genau. Der Dialog, der auswendig gelernt hat, der wirklich alles perfekt haben wollte. Und Bud Spencer kam ans Set. Ja, machen wir mal, ne? Der hat die Texte gelernt, ne? Es war ihm alles egal. Der hat einfach gemacht, ne? Hat einfach agiert. Passt ja zu der Figur, ne? Ja, schon. Was auch natürlich auch genau, ich sag mal, zu der völlig unterschiedlichen Herangehensweise. Ja. Weil Bud Spencer hat von sich nie gesagt, ich bin ein Schauspieler. Mhm. So, weil das stimmte auch nicht. So, das hat er auch nie als Karriere geplant gehabt. Das ist ihm halt einfach passiert, wie so vieles in seinem Leben. Aber er hat ja auch so wahnsinnig viel gemacht, also wenn wir damit jetzt mit der Bio anfangen würden, ich glaube, das sparen wir uns, das kann jeder auch nachlesen online oder halt in den zahlreichen Biografiebüchern. Er hat viel angepackt, es ist nicht alles gelungen. Nee, aber er hat wirklich wahnsinnig viel gemacht, allein als Erfinder tätig zu sein, halt, ne, im südamerikanischen Dschungel bei der Panamericana mitzumachen. Hat er nicht so auch eine Fluglinie, eine eigene Fluglinie? Ja. Auch irgendwie was? Ja. Also der Mann hat wirklich aber alles angepackt. Es ist natürlich absurd, wenn du dir überlegst, der ist halt, sag ich mal so, auch in Rom schon halt eben durch seine Schwimmkarriere auch in die richtigen Kreise gekommen und hat schon relativ früh hat seine spätere Frau kennengelernt, die aber noch gar nicht geheiratet, die zufällig, und das wirklich nur zufällig, keine Absicht, zufällig, die Tochter eines der berühmtesten, größten Filmproduzenten Italiens war. So. Und allein schon mit der Connection, dass der nicht sofort da auf diesen Zug aufgesprungen ist, also sagte sofort erstens, also A, das war Liebe da zwischen den beiden, so da hat nichts anderes eine Rolle gespielt, also keine Karriereoption oder sonst was, und dass er damit auch gar nichts zu tun haben wollte. Und das war dann halt eben später quasi so der Glücksgriff, ne, in den 60ern, als dann sich halt die Chance ergab und Colizzi, eben ein Freund seiner Frau, halt eben durch den Vater war, und der fragte so, ey, wir haben hier eine Rolle, die wird eigentlich hier auf deinen Mann eigentlich passen, so wieso, hätte der nicht Bock. Ja.
So, und boah, mach ich halt. Das war doch so, dass er ihn dann irgendwie auch gefragt hat, hör mal, kannst du dir vorstellen, Bart zu tragen? Nee, kann ich nicht. Ja, ja, genau. Kannst du reiten? Nein. Kannst du Englisch? Nein. Nein. Okay, du bist perfekt. So ist er an der Rolle gekommen. So einfach, weil er so ein Charisma, so eine Ausstrahlung per se einfach hatte. Ne? Das haben die dem nachher, gut, der hat sich den Bart wachsen lassen, der hat irgendwie reiten gelernt und Englisch. Ne? Die haben sowieso irgendwie alle am Set gesprochen, wie sie wollten. Ne? Das war ja gerade so im Italo-Gang und gäbe. Ne, und also ganz viel Zufall, aber ganz viel glücklicher Zufall, was absolut funktioniert hat. Und auch da auch nochmal Zufall in Film Nummer U, denn für die zweite Rolle, die Terence Hill da spielt, war der gar nicht vorgesehen, sondern ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Namen von dem, ich glaube, amerikanischen oder englischen Schauspieler, der wirklich in letzter Sekunde nicht konnte, weil er sich den Fuß verletzt hat. Und ich konnte. Und da hat man dann ganz schnell gesagt, oh, hier, zack, rup. Nehmen wir mal den Herrn Girotti. Nennen den einfach Terence Hill. Ja. Das war dann halt auch so eine Nummer, weil halt im italienischen Kino von damals wollte man für die internationale Vermarktung halt nicht so eine Castliste mit vielen italienischen Namen haben. Aber man zehnmal Mario, zweimal Carlo. Und insofern, bei Terence Hill war es wohl so, dass es, also es gab halt eine Liste hier, komm, such dir einen aus, und der hat sich aus dieser Liste halt eben Terence Hill tatsächlich ausgesucht. Bei Bud Spencer war es halt anders, der Legende nach, sagt halt hier, ey, Budweiser Bier finde ich geil, Spencer Tracy finde ich geil, und Bud Spencer. Ja, ja. So einfach ganz viel, so ganz viel, gehen. Ja, ganz viel Individualität halt in den Namen halt auch reingelegt, ne? In dem, was ihn, was so seine Persönlichkeit halt einfach ausmacht. Ne? So, was mag er, was liebt er? Ne? So benenne ich mich halt irgendwie, ne, zusammengewürfelt. Ja, was halt aber toll war, dass halt sofort tatsächlich in diesem Film, schon mit Film Nummer 1, diese Dynamik zwischen den beiden so gut funktioniert hat, weil eigentlich in dem Film ist es ja ein Dreigespann. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob da, ich meine, in dem ersten ist Frank Wolf der Bösewicht. Obwohl es halt quasi eher so ein Dreiergespann ist, bemerkte man gleich, dass diese Dynamik zwischen den beiden echt super funktionierte. Mhm. Plus, dass Terence Hill tatsächlich den Vorteil hatte, dass halt eben schon zuvor, 66 meine ich war es, ne, das Django-Jahr, er hat so eine doch relativ große Ähnlichkeit mit Franco Nero hat, also vom Typ, ne? Blond, blaue Augen und so weiter. Die Augen vor allem. Und insofern wurde das natürlich auch genutzt, hier in Deutschland natürlich sowieso. Ich sag nur Django und die Bande der Gehängten. Wobei da der deutsche Titel auch lustig ist, weil Gehängt damit ENK geschrieben wird, was gar kein, also nicht gehängt, sondern gehenkert sozusagen. Egal. Du hast ja das hier mit Budweiser Bier und so, das sind ja auch Freunde des Gerstensaftes, so ist nicht, ne? Essen und Trinkszenen. Ja. Ne? Ja. Abgesehen von, also wenn die Schlägerei, eine obligatorische oder zumindest mehrere kleine gehören immer dazu zu den Filmen. Absolut feststehende Komponente eines jeden Spencer. Casino-Besuch und wie auch immer Kartentricks, aber eben auch die Fress- und die Saufszene. Ja. Ja. Mega geil, oder? Man kriegt doch auch immer so richtig Hunger. Nein, es muss auch alles aus dem Holzbesteck, also es muss ein Holzteller sein, ein Holzlöffel, und wie die sich da die Bohnen reinpfeifen, ganz im Ernst, ich kann noch so vollgefressen davor sitzen, ich krieg trotzdem Bock auf genau so einen scheiß vollen Teller mit Brot. Wie lecker ist denn Bohnen mit Speck? Es ist unfassbar, es ist unfassbar, vor allen Dingen auch mit dem Brot schön dadurch. Oh, also krieg jetzt schon Ruhe raus. Das ist oder hier so Hähnchenschenkel abreißen oder Truthahn oder irgendwie so. Ich meine, das ist jetzt für die Vegetarier unter uns natürlich nicht so spektakulär. Es wird gerötet, aber bei Bohnen bist du dabei. Es ist unglaublich. Auch gerne. Genau. Also, ja. Auch da. Natürlich. Wie vorst du für deine Lüge, wenn die ja mit der Familie am Tisch und die alle so scheiße sind. Nee. Was ist alles? Genau. Ja. Und vor allem noch der Vater, deine Mutter, so, jetzt wird das Gebet. Jetzt kommt die auch noch mit der Kirchenacke rum. Ja. Aber richtig lustig fand ich das dann tatsächlich, weil das dann, weil wieder was ganz anderes war. Wie hieß der nochmal, wo sie die Doppelgänger spielen? Vier Fäuste gegen Rio. Genau. Weil da werden sie doch dann an den Tisch gesetzt und dann wird ordentlich aufgetischt. Ne? Ja. Der Terence kriegt als erstes, ne? Und dann wird da reingebracht hier. Alles was viel Sinn ergeben. Ne? Kriegt eine riesen Käseplatte, hat aber kein Brot dazu. Ja. Dann kriegt er eine riesen Obstschale und dann ist da irgendwie noch Schinken mit drin. So. Ja. Keine Ahnung. Kriegt er aber voll fett geticht, aufgeticht, ne? Und Bud denkt sich dann, ja geil, läuft ihm schon der Saba runter. Ne? Was kriegt er dann? Weil der Diätfutter. Weil seine eigentliche, ne, sein Doppelgänger halt Diät macht, kriegt er so kleine. Ja.
Ja. Das ist auch so, so der ist so ein bisschen unterschätzt. Ja, finde ich bei vielen, aber eigentlich eine mit insofern der besten, weil die halt beide, und das sieht man natürlich wie immer bei solcher Art von Rollen bei Schauspielern, ne, wo die mal das komplette Gegenteil spielen könnten, das auch in der Synchro gut funktioniert. Und so auch so affektiert drin. Ja, ja, und auch dieses Lachen. Ist natürlich komplett übertrieben, aber so viel Spaß, quasi die halt so in den totalen Gegentypus fallen zu sehen. So. Schön ist besonders, wenn sie sich dann gegenseitig versuchen beizubringen, sich zu wehren. Ne? Also wenn so ein Terminal ihren Doppelgänger, die sie ja vertreten sollen, aber dann auch beizubringen. Überkreuzt. Ne? Ja, genau. Ne? So, jetzt hau mal richtig zu und dann kommt so dieses. So. Ja, ich soll es richtig so. Drehen muss er sich. Ne? Ja, das ist so herrlich. Das ist so herrlich. Hast du schon mal irgendwie gewagt? Ja, da war ein Junge, hat mir eine Weintraube geklaut. Da hab ich schon mal meine Stimme erhoben. So, dieses, ne? Also es ist herrlich. Es ist einfach herrlich, da zu sehen, wirklich die Gegensätze und wie sie quasi ihren Zwillingen da im Grunde beibringen, wie man sich durchzuschlagen hat. Also und auch da, man muss ja, na, auch diese Filme stammen natürlich auch aus einer gewissen Zeit. Ne, das Thema Frau da ist halt auch speziell, wobei es halt schön ist, obwohl ich will es nicht spoilern für Leute, die es nicht kennen. Es gibt aber diese sensationelle Stelle, das spielt ja in Südamerika und wenn die beiden auf der Suche nach dieser Kneipe sind, wo die hinwollen, keine Ahnung, haben da auch irgendwie so halt irgendwie am Karneval irgendwie vorbeikommen oder auf jeden Fall und dann wieder mit Frauen kommuniziert wird über die Bewegung des Hinterns. Das ist aber die Arschbacken. Ja, allein, aber genau, dieser Soundeffekt. Ja. Das ist ein Gag, den könntest du heute überhaupt nicht mehr kriegen. Das ist auch generell, also es ist nicht verwunderlich, dass Bud Spencer und Terence Hill natürlich als zwei Männer auch vornehmlich bei Männern gut ankommen. Yeah. Weil klar, Schlägerei, dieses animalische Essen, was fast schon zum Fressen verkommt und dann das Saufen noch dabei und so. Ne? Es ist schon... auch da hilft tatsächlich das Du, denn... Genau, also sag ich mal, um die Frauen abzuholen, war immer Terence Hill da. Natürlich. Also, Terence Hill war bei den Mädels. Auch der Charmeur immer. Ne? Ja. Meine Mutter war auch verliebt, muss man sagen. Oh, diese Augen. Ne? Ja. Also der hat der Kontaktlinsen benutzt eigentlich schon. Nein. Ne? Nein. Nee? Nein. Das sind die Original-Guckerchen. Okay. Ja. Okay. Hübsch, okay. Was sagt? Mhm. Ja. Der Bart hatte auch seine Fähren. Ja. Auf jeden Fall. Ja, zumindest in zwei Acetonflow. Ja. Die Kuss-Fans, ne? Die ihm da, gut, die wurden natürlich alle instrumentalisiert, um ihn da irgendwie aufzuhalten, ne? Damit er nicht den Flieger da bekommen kann. Ne? Auch eine der fantastischen Szenen in der Richtung, ich glaube bei zwei außer Rand und Band, ich glaube, wo die Cops spielen, wo dann am Wegesrand irgendwie auch so ein oder zwei Mädels stehen, die eine Motorpanne haben und die eine guckt so in den Motorraum rum und er nimmt die ganze Frau und stellt die einfach wie nichts komplett zur Seite. Das wäre so ein Stuhl, so ein leichter Stuhl, so mach mal, wupp. Sensationell. Ja, muss man sagen, also Frauen sind entweder in den Filmen meistens dann diejenige, die erobert werden muss, was aber denen meistens natürlich sehr einfach fällt, ne? Wo es gar kein Problem ist. Ja. Oder die sind halt dann die Mama oder so. Ne? Außer eben in zwei außer Rand und Band, Laura Gemser spielt da im Grunde die Damsel in Distress, die gerettet werden muss, ne? deren Familie da im Grunde da in diese kriminellen Strukturen reingezogen wird und ihr Bruder ist es, glaube ich, oder Cousin, der dann dieses Bauernopfer nachher ist, wo die den Mord aufklären müssen, ne? Und im Grunde die Familie, also von Laura Gemser, vor den bösen Jungs schützen müssen. Das ist eigentlich auch ein starkes Element, weil eigentlich auch wenn Frauen da mitspielen, eigentlich irgendwas im Sinne von Romantik oder ähnlichem kommt halt nicht wirklich, oder sag mal, kommt zu man biegt dann immer noch gerade so ab, wobei am schönsten dann ist, das ist glaube ich nicht Halleluja, sondern Rechte und die linke Hand des Teufels mit den Mormonen. Ja. Ne, wo sich dann halt hier die Dings hier, wie heißt sie denn? Ach, die war jetzt hier glaube ich auch bei der Reunion mit dabei, wie ist sie hier, deutsche Schauspielerin. Ach gut, ich komme nicht raus. Ja, mit Namen habe ich es auch nie so. Egal, auf jeden Fall, die ist halt verknallt in ihn und so weiter und er rafft dann nicht, dass er eigentlich mit ihr schon irgendwie da verbandelt ist von ihm aus. Sagt so, ah, hier wolltest du hier bleiben, hier, wir heiraten. Ja. Und dann dreht sie sich weg und dann schwupp, weg ist er. So, okay, nee, das wollte ich nicht kaufen. Genau. Das ist dann auch immer gut genug für einen Gag. So. Das kann man dann machen. Ja. Aber wie sieht es denn so mit Lieblingsfilmen aus? Gibt es da welche? Ich meine, 17 Filme haben die zusammen
Bourne gemacht. Genau. Mhm. Dann gibt es natürlich noch so einzelne Filme, so Lucky Luke habe ich im Kino gesehen damals. Ah, krass. Okay. Terence Hill als Lucky Luke. Ja. Plattfuß, da gibt es einige Geschichten mit Bud Spencer alleine. Ja. Und aber von den 17, wir sprechen ja über Bud Spencer und Terence Hill, von den 17 Filmen. Ich frag dich mal, Kai, so, was würdest du eine Top 3 ausmachen können oder sagst du, boah, schwierig? Ja, obwohl, ja, was wäre eine Top 3? Also jetzt ohne Reihenfolge. Oder gibt es den einen, wenn du sagst, okay, wenn ich gucke jetzt Bud Spencer und Terence Hill, so den einen, den guck jetzt. Du musst auf die Insel und darfst einen mitnehmen. Ja, aber dann drei. Schwierig. Oder drei, du darfst drei mitnehmen auf eine Insel. Also halt, weil Klassiker ist natürlich hier logisch, hier der erste Krokodilpferd ist natürlich top. Ja. Aber jetzt auch, ne, von beiden zusammen oder auch einzeln? Oder nein, wobei beide nur, zusammen. Achso, nur wobei das zusammen. Okay, dann grenzt sich das sowieso an. Tatsächlich erst im Nachgang Vier Pfosten für ein Halleluja. Okay. Natürlich in der Comedy-Synchro. Mhm. Wobei, achso, nee, Quatsch. Nicht, dass Kino? Ich vertue. Kino-Synchro. Genau, richtig. Da gab's die zwei Synchro bei rechts und die linke Hand des Teufels gab es tatsächlich nur die eine Synchro. Genau. Da gab es, glaube ich, mal einen anders synchronisierten Trailer, einen anders synchronisierten Wiederaufführungstrailer, aber das war's auch. Also Vier Pfosten für ein Halleluja, der hier und was würde ich als dritten Spencer Hill-Film. Was ist damit? Wie zwei wie Pech und Schwefel? Zwei mit Pech und Schwefel. Da habt ihr doch schön zusammen im Irish noch gesungen. Haben wir, ja. Dune Buddy. Das war so romantisch. Ja, es war so romantisch. Ja. Es war so romantisch. Es war so romantisch. Haben zwei gemacht. Ja, ja, an der Stelle muss man auch auf jeden Fall erwähnen, oder kann man noch mal sagen, die begleitende Musik dieser Filme, vornehmlich tatsächlich von einem bekannten italienischen Duo gesponnen, Guido und Maurizio De Angelis, besser bekannt als Oliver Onions, die Hits von denen tatsächlich monatelang hier auch in deutschen Top Tens, wobei, oder beim Daniel zu Hause läuft das auch sehr gut. Ja, häufig, das ist richtig, ja. Es gibt eigentlich einen Teil im Sinne von klassischen Filmen, eigentlich der andere klassische Film, also wenn ich wählen müsste, also zwei mit Pärchen in Schwefel, der ist natürlich super. Mhm. Auch der andere ist dann natürlich zwei Himmelhunde. Man merkt, was den Soundtrack angeht. Aber man merkt, es ist echt schwierig, da wirklich so ein Ranking zu machen, weil aber wenn du jetzt sagen müsstest, okay, drei, die auf jeden Fall sein müssten, was würdest du denn sagen, Daniel? Das ist wirklich schwierig, ne? Also ich habe so meine Phasen, da finde ich den auf einmal mega geil und guck mir die hintereinander an, dann gibt's den wieder, wo ich mega. Ja, aber bei drei kannst du ja sagen, so, ich nehme drei, einen lustigen, also ernst. Also bei mir ist definitiv, und das hat halt auch wieder nostalgische Gründe, weil das einer auch der ersten waren, die ich auch so gesehen habe und die ich wirklich von ganz klein auf ganz lieb gewonnen habe, ist einfach Vier Fäuste für ein Halleluja. Ist einfach so, ich liebe diese Beichtsequenz, ne, wenn Bud Spencer zur Beichte geht und er dann da quasi von so einem netten Mönch im Grunde wirklich die Beichte abgenommen kriegt und er denkt, er wird dann hier gerade übelst übers Ohr gehauen, ne, und er prügelt ihn da durch den Beichtstuhl. Super Szene. Das ist das mit den Mormonen, ne? Das ist Richtung den ganz toll. Für das ist das mit den was ist Waffen oder Geldschmugglern, die da in der Mission sind? Ja, genau, die da in diesem Kloster. Ich glaube, ganz mit den Pferden. Pferde sind in beiden. Das sind diese Figuren. Aber, ja, genau, das sind zwei verschiedene Teile nämlich. Ja, es sind zwei verschiedene, okay. Die aber irgendwie ich kann die nämlich ganz schwer auseinanderhalten. Sie sind in beiden Teilen eben die Brüder und diese Pferdediebe, also die gehören schon zu. Im Grunde ist es Teil 1 und Teil 2, sagen wir mal so. So habe ich das nämlich auch früher auch immer verstanden. Ja, Teil 3 ist halt die Troublemaker. Ja, der bereiten wir mal. Naja, egal. Ja. Okay. Also definitiv Vier Fäuste für ein Halleluja. Dann, zwei sind nicht zu bremsen, wo sie eben die Cops sind. Ne, auch weil eben ganz viel Kindheitserinnerung bei mir da dran hängen. Ne? Bei mir ist ganz viel der Nostalgiefaktor dabei. Und als dritten würde ich eben auch sagen, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Eben durch diesen unfassbar ikonischen Soundtrack, der sich so eingebrannt hat. Ne? Flying Through the Air, einfach großartig. Auch hier von Colizzi gemacht. Die anderen, also die Western, dann Enzo Barboni. Zwei Himmelhunde ist schon sehr speziell, also einmal hat der Soundtrack, der halt sehr gut funktioniert, aber als Film ist der eigentlich hat der eigentlich eine sehr seltsame Sonderstellung, weil der
Film ist eigentlich, also der ist zwar auch lustig, aber eigentlich ist der ernst. Ja. Und hat auch ein paar ernstere, emotionalere Momente mit dem alten Goldsucher, genau, und am Ende, dass die Situation auch überhaupt null aufgelöst wird. Ja, ne? Ja. Also das ist schon wirklich absurd. Einer der wenigen Filme, wo sie auch wirklich persönlich gegeneinander geraten. Da gibt es ja diese episch lange Prügelei zwischen den beiden. Ja, man sieht, die Sonne geht irgendwann unter. Ja, beide stehen noch. Beide super. Allein das sind so Momente, die haben sich so eingebrannt halt. Ne? Und liebe Filmfressenfamilie, es tut mir leid und es tut uns leid, euch das jetzt mitteilen zu müssen. Unsere Kamera hat uns schon offenbar im Stich gelassen. YouTuber dann zum Stich gelassen. Ich versuche hier seit Stunden Dateien wiederherzustellen. Es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben die letzten Minuten dieses Videos noch in Soundform. Die präsentieren wir euch jetzt. Leider nicht mehr in Videoform. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Also wir haben das hochgeladen bei YouTube. Wir haben es angeguckt. Es hat funktioniert. Und irgendwann hat diese Datei nicht mehr funktioniert. Warum auch immer. Wir kriegen es nicht mehr hergestellt. Wir können es nicht mehr rendern, exportieren. Deswegen jetzt auch diese Verspätung. Es tut uns sehr leid. Jetzt geht's weiter beim Spencer und Hill Special in Audioform. Es tut uns sehr leid. Demnächst wieder mit Video. Das war ja auch, glaube ich, der erste Actionfilm, der wurde ja so als Actionfilm vermarktet, nach dem Western. Ne? So. Ja, es gab ja erst die Western und dann kam ja so, auf einmal sind sie nicht mehr im Wilden Westen, ne? Sondern es gab auf einmal sind sie im Action-Genre quasi verankert oder sollen da was machen. Ne? Und super, das haben sie beide einfach auch großartig gemeistert. Wo man da sagen muss, ich weiß nicht, kommen wir speziell nochmal auf die Fassungen zu sprechen von den ganzen Filmen, weil gerade Himmelhunde, zwei wirklich völlig verschiedene Fassungen, die es da gibt. Hier gibt es eigentlich nur eine Fassung. Also wir haben ja schon eigentlich die, ich sag mal, also ich gucke immer die deutsche Fassung. Ja, genau. Das ist die, ich immer gucke. Das ist auch die, weil das ist halt das Schöne, da das halt auch immer deutsch mitproduziert wurde zum Teil, hat man hier halt andere Fassungen bekommen, also die internationale oder italienische. Da, ja. Genau, die hat halt andere Szenen, ist aber an anderen Stellen dann auch wieder kürzer. Ja, ja. Das ist bei dem Film tatsächlich auch eher eine Anomalie, also dass es da so ein Fassungswirrwarr tatsächlich gibt. Also gerade ich habe den Film auch in zwei verschiedenen Fassungen zu Hause. Einmal die deutsche Kinofassung, die ist auf dieser Box, gar nicht wahr, da war nur die italienische Langfassung mit drauf. Und das hat mich immer ein bisschen genervt, weil ich dachte, das ist nicht die Fassung, die ich von früher kenne. Okay. Dann habe ich, da stimmt irgendwas nicht. Da sind manche Schlägereien länger, dafür wurden bei anderen was rausgenommen, manche Szenen fehlen ganz. So, und dann habe ich mir den nochmal auf Blu-ray nachgeholt und da sind dann beide Fassungen drauf. Ne? Und ich gucke tatsächlich, wenn ich die Scheibe eigentlich immer die deutsche Kinofassung, weil die einfach, die ist rund, die passt, die ist perfekt. Ist auch so ein bisschen das Drama tatsächlich bei Kroko und Nilpferd. Inzwischen gibt es, glaube ich, auch nur noch die verlängerte Fassung. Ja. Mhm. Die original deutsche Kinofassung gibt es nicht mehr, die da vorne noch auf der Scheibe drauf ist. Die hat so ein paar, also ist nicht schlimm am Ende des Tages, also ist auch nicht, dass den Film jetzt da irgendwie besonders in die Länge zieht. Aber als Option wäre es halt schön, viele Labels machen das ja inzwischen. Also gerade, also hier zum Beispiel bei den ganzen asiatischen, bei den ganzen Kung-Fu-Filmen und so weiter, wo die deutschen Fassungen ja deutlich zusammengestaucht wurden. Und im Nachhinein, also einerseits ist es natürlich blöd, so, das wurde ja aus kommerziellen Gründen gemacht, damit man halt schön einkürzen konnte, weil die wussten, okay, die Leute interessieren nur die Action, deswegen schmeißt man das ganze Drama und dieses Überbordende da einfach raus, das Schmalzige. Ja. Was natürlich im Sinne des Kunstwerks nicht gut ist, aber im Einzelfall ist das schon mal fluppiger, diese kurze Fassung dann zu gucken. Da hat man gegebenenfalls mehr Spaß dran. Ja. Ja. Und da ging das am meisten schade, dass die Optionen hier halt nicht da sind und gerade auch mit der Verfügbarkeit von Filmen, was die Filmrestauration angeht. Vier Fäuste ist eine Katastrophe. Eigentlich, es gibt keine wirklich vernünftige, also qualitativ vernünftige Fassung davon. Das ist alles so Stoppelwerk. Das ist schade. Es tut sich da auch im Moment nichts, weil die rechte Situation halt so ein bisschen durcheinander ist. Ja. Das wäre echt nochmal zu wünschen, wenn da nochmal richtige Restauration. Ich verstehe, selbst in Italien passiert da nichts. Ja. Weil die sind ja schon gerade, also bei den Sachen, die aus dem eigenen Lande kommen, da immer mal ein bisschen schneller dran, um sowas zu machen. Ich dachte, dass die ganzen Argento-Filme mal irgendwann alle in 4K jetzt verfügbar sind oder so, in fantastischer Qualität. Da hätte kein Schwein dran gedacht. So.
Aber Spencer Hill ist da echt schwierig. Und es ist echt, echt eigentlich erstaunlich. Gerade von den großen Klassikern, gerade, also Vier Fäuste für ein Halleluja war, ich glaube, ich weiß gar nicht, welcher Film das war, der den dann mal kinokassentechnisch geschlagen hat, also von den Besucherzahlen her. Aber der erfolgreichste Film der deutschen Kinos bis, ich glaube, in die 90er. Also weil die aber auch so lange liefen, ne? Wahrscheinlich, oder? Ja, nee, geht. Also es gab zwar natürlich Wiederaufführungen davon, aber der hatte in seinem Originalrun schon irgendwie über 16 Millionen Besucher gehabt. Also der war ganz, ganz lange weit, weit oben. Was okay, das sind Zahlen, da kann man nur von träumen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber generell war es bei vielen Spencer Hill-Filmen oder auch bei Spencer Solo-Filmen so, dass die halt in den Jahrescharts immer mindestens unter den Top 5 waren. Ja. Die haben unfassbar, also das ist die Wiederaufführung. Ja, die haben unfassbar an Publikum generiert, immer jedes Jahr. Aber auch, wie schon gesagt, daran lag, dass die halt, also die Wiederaufführungen, die waren ja bis zur Mitte der 80er im Prinzip und da kamen die noch nicht im Fernsehen. Wenn da mal ein Film einmal im Jahr kam, das war dann schon so das Jahreshighlight. Ja, und dann halt ne, RTL oder jetzt auch Kabel 1, dann laufen die ja immer wieder. Da kann man auch nur dankbar sein. Also falls man irgendwie Fassungsprobleme hat oder irgendwie jetzt nicht weiß, welche soll ich mir kaufen, kann man immer wieder natürlich im Fernsehen einschalten. Das ist vollkommen klar. Da muss man auch tatsächlich mal eine Lanze brechen für die Sender, auch wenn die das natürlich aus kommerziellen Gründen gemacht haben. Aber weil diese Sachen sowohl auf RTL und dann später auf Kabel 1 in Dauer, also bei Kabel 1 noch bis heute in Dauerschleife laufen, haben sich da ganze Generationen von Kids, eure Generation, alles was später kam, dann die Eltern dann mit den Kindern vorgesessen und deswegen sind die bis heute immer noch so groß, wie sie sind. Wenn es rein auf Video rausgelaufen wäre und man hätte sich das ausleihen müssen, wäre das garantiert nicht so gewesen, aber das ist einfach hier großes Kulturgut. Ja. Dass sie aber auch so locker konsumierbar sind. Das ist ja das Schöne, dass man wirklich, das sind ja keine tiefschürfenden Filme, auch wenn da manchmal so ein paar Themen verbaut sind, sage ich mal, ist das Nürnberg Krokodil und Nebenfähr zum Beispiel, ne? Hast du ja gesagt, Enteignung. Es ist halt Gewalt für den Naturschutz. Genau, aber es ist trotzdem irgendwie leichtfüßig erzählt. Ja. Es ist nett verpackt. Familienfreundlich verpackt. Familienfreundlich für klein und groß, wunderbar. Ja. Zeitlos kannst du dir immer geben, das ist das Schöne. Und dann wollte ich von Peter nämlich auch mal wissen, was so deine Highlights sind. Ja, hast du jetzt eigentlich quasi gesagt, weil der Krokodil und Nil fährt für mich so mit der gehaltvollste Film ist, der mit am meisten zu erzählen hat. Aber du als großer Western-Fan hast du bestimmt noch. Ja, muss ich sagen, die sind tatsächlich schon zu weit in der Vergangenheit. Also ne, das waren auch schon so mit die ersten, die ich geschaut habe. Hier besonders so Geschichten wie zwei hauen auf den Putz. Aber da ist es halt so, dass da ist das für mich schwierig zu sagen, was mir da besser gefällt, weil ich in der Regel die Comedy-Fassungen irgendwie scheiße geschnitten finde. Also da finde ich halt den Western irgendwie cool. Auch die Comedy-Fassung eigentlich cool, aber die ist halt schlecht. Also da haben sie den Film irgendwie vermasselt. Der hat halt nur den Mehrwert durch die geilen Sprüche von den beiden halt. Man muss das sich mal reinziehen. Der Film fängt ja quasi, der fängt ja an mit einer Szene, in dem gepokert wird. Welche ist? Zwei Haufen Putz. Zwei Hauen auf den Putz. So. Weiß nicht, wie lange die geht. 5 bis 10 Minuten irgendwas in der Richtung. Da wird ja in der Originalfassung, wird da eigentlich gar nicht gesprochen. Da wird nichts gesagt. Und das in der deutschen Synchronfassung, da wird gelabert und gelabert, der Spruch hier und da. Und das was total anderes, aber der Mehrwert ist halt tatsächlich nur in den Sprüchen und nicht in dem, was du dann als Film letztlich geliefert kriegst. Ja, zumal die Filme, gehört das nicht zusammen irgendwie mittlerweile? Nee, also zumal die halt, um dann auch halt günstigere Freigaben zu bekommen, die Filme, die ja eigentlich ernste Filme waren, genau. In dem Fall halt sowieso erstmal schon entleert. Gewalt entleert haben natürlich, aber dann auch halt storytechnisch total zusammengestaucht haben. Auch ganz schlimmes Beispiel, sagte ich gerade schon, war halt in Der Dick und das Warzenschwein. Sie verkaufen den Tod im Original, der ist schon allein für die reguläre, noch ernste Kinoauswertung schon um ungefähr 20 Minuten zusammengekürzt worden und die Comedy-Fassung, die ist schon nur noch knapp 80 Minuten lang, also da fehlen fast 40 Minuten oder so. Ja. Da hast du halt keinen vernünftigen Film mehr am Ende des Tages. Ja.
aber Top 3. Lass mich mal. Also Krokodil und Nilpferd, hast du gesagt? Auf jeden Fall. Zwei Pech und Schwefel. Nicht nur, weil die zwei mich da im Irish so überzeugt haben. Ich finde auch Donald Pleasence in der Nebenrolle hier ganz großartig. Ja. Ja. Und das Ballonchaos, sag ich mal, am Schluss, diese riesige Prügelei da, ja, fand ich mega. Ja. Weil das dann auch so ein bisschen Richtung hier der Partyschreck und so geht. Ja. Was die Ausmaße angeht, hat mir immer gut gefallen. Natürlich Paganini. Schön. Und ich würde sagen, ja, schön. Und ich würde sagen, zwei Himmelhunde würde ich dann auch noch nennen. Wobei, zwei bärenstarke Typen, glaube ich. Okay. Aber auch nur, weil ich mit vier Fäuste gegen Rio irgendwie ein Problem habe, weil ich die nicht so cool finde. Ja. Und das ist ja, sind ja beides Verwechslungskomödien, mehr oder weniger. Ja. Da gefällt mir zwei bärenstarke Typen einfach wesentlich besser. Mhm. Auch wenn der jetzt dann Anleihen bei Bond und was weiß ich nicht alles hat. Also bevor wir zum Ende kommen, möchte ich auch noch mal meine Lieblingsfilme von den beiden. Sehr gerne. Also, ja, ich mag bei Die Rechte und die Linke Hand des Teufels, das ist nämlich der mit den Mormonen. Ja. Quasi, ne? Dass da unsere, ich mag diese beiden Figuren, die spielen, diese Pferdediebe. Und dass die, obwohl die natürlich was gegen diese, also die kommen diesem religiösen Leben und dieser religiösen Unterwerfung nichts anfangen, dass sie aber trotzdem das Richtige tun, diese Menschen, die sich halt nicht der Gewalt hingeben, die trotzdem zu beschützen vor diesen bösen Gangstern, vor den Banditen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Sehr gut gelungen. Es ist auch schön, also es ist natürlich auch so ein bisschen Hommage die glorreichen Sieben, aber Bud Spencer hatte auch mal, naja, was heißt einen ebenbürtigen Gegner, also wenigstens also visuell und körperlich, so, in Gestalt dieses mexikanischen Chefs, der da auftaucht. Das ist natürlich auch sehr geil, vor allem dann halt wirklich diese erste Begegnung, wo der Mexikaner wirklich die Oberhaupt das ist ja deren Sport, ne, von den, ja gut, das sind die bösen Mexikaner, aber gut, ne, sehr, ja, Banditen, nicht so eng und so, Mexikaner, aber. Ja. Und da ist dann halt so, dass deren Sport ist ja, die Leute da immer den einen zu knallen, auch mit diesen knalligen Soundeffekten. Ja. Das ist also unglaublich. Ich war auch mal großartig. Und dann treffen sie halt genau auf die beiden, die das halt noch ein bisschen besser können. Ja. Mit denen rechnen sie dann halt nicht. Ja. Das fand ich immer witzig, so sich über diese Religion irgendwie auch ein bisschen lustig machen, aber gleichzeitig denen auch zu helfen, das Menschliche in den Vordergrund zu stellen. Ich bin auch bei zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle dabei. Halt kein Western, sondern dieses modernere, diese Flugzeug, die, was macht die so, die begehen Versicherungsbetrug, genau, quasi. Genau, die Flugzeuge, ne, immer abstürzen lassen. Und so, genau, weiter. Und halt diese epische Schlacht am Ende, also Schlacht, ne? Also die beiden sich da stundenlang auf Duell die Fresse hauen. Das ist so geil einfach. Und dann ist es natürlich dann auch Krokodil, das Krokodil und sein Nilpferd, weil ich finde, da kommt wirklich auch so alles zusammen. Das ist so Bud Spencer und Terence Hill in a nutshell, würde ich mal sagen. Das sind die drei, die ich auf jeden Fall empfehle, aber auch alle anderen haben irgendwie ihre Vorteile. Ja. Selbst der Vier Fäuste gegen Rio bin ich auch nicht der größte Fan von, aber der hat auch natürlich seine starken Momente. In dem Jahr gibt es halt einen Film aus deutschen Landen, der mehr oder weniger, also in Anführungsstrichen das gleiche erzählt, weil es ja nur eine Figur ist, aber der halt viel geiler abliefert, Didi und der Doppelgänger. Und deshalb ist der natürlich immer vorzusehen. Der Doppelgänger, der kam natürlich vor dem Vier Fäuste gegen Rio. Genau, fast ein Jahr. Weil der eine, der kam im Februar, kam der Didi, und im November kam dann, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Italien war, kam dann der Bud. Ja, also das ist natürlich, das ist ein reiner Zufall. Ne? Wer würde denn den Italienern schon unterstellen, dass sie vielleicht, dass die Filme, die schon bekannt sind und erfolgreich sind, die dann nochmal nachnehmen? Niemand, vor allem wir nicht. Ja, aber würde natürlich niemals passieren. Ich hätte auch ganz echt super gerne ein quasi Bud und Terence, die Doppelgänger, ich sag mal, in umgekehrt gehabt. So. Also wenn Bud Spencer dann mal raushaut, schreiben sie auf, ich beschäftige mich. Super. Könnte ich mir voll vorstellen können. Ja. So. Wollen wir noch mal so ein bisschen über die Solo Klamotten sprechen? Nein, ich wollte eigentlich zum Ende kommen. Ja, es ist also das war jetzt erstmal unser Bud Spencer und Terence Special. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, Plattfuß und so weiter. Können wir vielleicht nochmal gesondert in einem anderen Special oder vielleicht einzeln nochmal im Podcast drüber sprechen.
Das soll es jetzt erstmal hier gewesen sein. Auf dem Filmkanal Filmfressen, eurem Lieblingsfilmkanal, unserem Lieblingsfilmkanal natürlich. Vielen, vielen Dank, Kai, dass du da warst. Kai Kino habt ihr natürlich alle abonniert, das ist vollkommen klar. Auf Instagram gibt es dich nicht, du bist nur auf TikTok. Und ja, für Instagram bin ich schon zu alt, die lassen mich da nicht mehr. Natürlich, mein lieber Daniel, auch Bullets and Fists habt ihr natürlich auch abonniert und könnt dem Daniel auch auf Instagram folgen und so weiter und so fort. Ja, sehr gerne. Ja, wir sind, waren und werden für euch immer sein, die Filmfressen, das ist der Peter. Das ist der Manu. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bitte alle eure Meinungen, Gedanken natürlich in den Kommentaren niederschreiben, per Hand, per Schreibschrift. Wir freuen uns sehr und vielleicht habt ihr Bock auf nochmal irgendwie so ein Special in der Runde, in diesem Set. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr hier wart. Dass wir das heute einweihen durften. Ja, ja, muss man ja sagen. Ja, ja. Premiere genau. Heute. Wir essen stimmt. Jetzt noch ein paar Bohnen und trinken vielleicht noch einen guten Rotwein. Ich hab voll Bock drauf. Das ist super. Ja. Alles klar. In diesem Sinne. Ja. In die Runde. Ist einfach mal. Vier Tasten für ein Halle. Jawohl. Genau. Wir sind das Quartett mit drei Bäuchen. Daniel hat ja keinen mehr. Das Verräter. Das bärtige Quartett mit drei Bäuchen. Ja. So, bis zum nächsten. Ah.